Everyone, and welcome to another episode of Inside AMG, where today we are at a very special location because we're here in Bremen in northern Germany at the Mercedes-Benz production plant, which is one of the largest production plants Mercedes-Benz has in the entire world. There's over 10 different models being built here, one of which is the new Mercedes-AMG SL. So we're going to be taking a look at the production process of the new SL from start to finish, and I'd say it's about time we go inside. So come on, follow me. And as you can already see here, the guys in Bremen prepared a few surprises for us. Here we have a few examples of the younger history of the Mercedes SL, which is a very long history, of course, starting here with the R129 at the back, all the way to the most recent model, the R232, the Mercedes AMG SL, that today's episode is going to be about. And I can already see the first expert of today's show. Hi, Gordon, grüß dich. Hallo, Felix, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Echt schön hier bei euch, beeindruckend und auch schon ein paar beeindruckende Fahrzeuge hier aufgereiht. Zum Einstieg, erzähl doch gerne mal, was du hier machst in Bremen. Was ist deine Aufgabe? Also, ich bin der Leiter vom Rohbau, vom neuen SL AMG, vom R232. Du hast ja eben schon die vier Fahrzeuge hier gesehen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber seit dem R129 werden alle SLs ausschließlich in Bremen gebaut. Ich bin in der zweiten Generation schon SL-Bauer. Mein Vater hat damals den 129er mit aufgebaut und ich bin jetzt hier sozusagen mein 232er. Das ist ja der Wahnsinn, eine richtige SL-Familie. Ja, genau. Sehr cool, sehr schön. Du hast auch schon gesagt, wir sind jetzt beim Rohbau. Also wir fangen wirklich am Anfang an des Produktionsprozesses vom Auto und arbeiten uns komplett durch das ganze Auto. Genau. Der Rohbau ist tatsächlich außerhalb des eigentlichen Werksgeländes vom Werk Bremen. Hintergrund ist der, es gab dann irgendwann nicht mehr genügend Platz auf dem Werksgelände für den Rohbau vom SL. Deswegen gab es dann die Entscheidung zu sagen, wir suchen uns eine Halle außerhalb des Werksgeländes hier im Industriegebiet und dort bauen wir halt den SL. Wahnsinn, logistisch ja auch eine Meisterleistung, ne? Wenn man unterschiedliche Standorte hat, auf Bremen verteilt, man muss sie alle miteinander verbinden. Ja. Echt spannend, richtig cool. Ja, total toll. Wunderbar, würde ich sagen, dann werfen wir mal einen Blick rein, oder? Wir kommen da rein. Cool. Ich bin komplett geplättet. Ja, man sieht, es war mal eine große Lagerhalle, aber was hier alles eingebaut ist, umgebaut wurde und diese ganzen Transportdrohnen, würde man fast sagen, die hier durchfahren, ist ja der Wahnsinn. Ja, wir kriegen die Teile tatsächlich an die einzelnen Verbauorte mit so einem fahrerlosen Transportsystem. Das heißt, die haben so kleine Induktionsschleifen im Boden, die finden dann ihren Weg und wissen auch selbstständig dann, wo sie lang müssen und wo sie hin müssen. Total klasse und macht total Spaß, das zu beobachten. Der Vorteil ist dabei, ich habe hier keine Stapler in der Halle, weil so eine Stapler ist auch immer so eine Geschichte. Sie sind groß, sind auch manchmal ein bisschen schnell, das ist immer so eine gefährliche Sache auch. Und das ist natürlich klasse, dass wir hier keine Stapler in der Halle haben. Man sieht, die Kameraden, die fahren hier einfach ganz locker um uns rum. Genau, genau. Das Gute ist, wenn wir zu nahe kommen, halten sie an. Also die fahren uns nicht über, macht dir keine Sorgen. Sehr gut. Ja, Wahnsinn. Und du kennst hier jeden Winkel, du weißt ganz genau, wo was ist. Ich finde mich hier überhaupt nicht zurecht, ich sehe einfach nur so unterschiedlichste Fertigungsstadien von der Rohbarosse ist. Genau. So ein Rohbau ist in 3 Z-Stufen aufgeteilt. Z1, Z2, Z3. Z heißt Zusammenbau. Und der Z1 ist sozusagen der Unterboden. Z2 sind Seitenwände, Dachverstärkung, alles, was da noch dazu kommt. Und Z3 sind die Klappenteile. Wir sprechen da von Motorhaube, Kotflügel, Tür oder Heckdecke. Und wir haben alle 3 Z-Stufen haben wir hier in der Halle. Und fügen dann am Ende die Karosse zusammen und geben dann die Karosse ab an die Oberfläche. Und wir beiden gehen jetzt noch mal zur Seitenwand, die möchte ich gerne zeigen. Da kann ich dir auch ein bisschen was über die Technologien erklären, die wir hier im Rohbau einsetzen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Cool. Wir haben hier tatsächlich so ein kleines Karussell aufgebaut. Eine Seitenwand,
habe ich vier Werkzeuge zu, für eine linke und vier Werkzeuge für eine rechte. Das kann man hier schön im Hintergrund sehen. Diese Werkzeuge, die kreisen immer. Und darüber habe ich halt den Fertigungsprozess einer kompletten Seitenwand abgebildet. Hat den Vorteil, ich habe Platzersparnis und ich bin auch flexibel, was vielleicht andere Varianten mal angeht, dass ich mal einen anderen Werkzeugsatz reinbringe in mein Karussell und vielleicht mal andere Autos bauen kann. Was für Fügetechnologien hier, das ist ja eins der Kernthemen im Rohbau, ist Fügen von Blechen, von Material. Wir haben hier zum einen das Mix-Schweißen. Meine Mitarbeiter machen das per Hand. Das sind hochqualifizierte Mitarbeiter, die dieses Schweißen beherrschen. Und dann habe ich hier in der Anlage auch noch als Technologie das Laserschweißen. Das machen wir insbesondere dort, wo es im Sichtbereich ist. Das zeige ich dir gleich nochmal, wo man das schön sehen kann. Weil das sind Dinge, der Lasernaht sieht unheimlich fein und sauber aus und dass der Kunde denkt, wow, das sieht ja aus wie gemalt. Und genau das ist unser Anspruch, ein qualitativ hochwertiges Produkt herzustellen, wo der Kunde sagt, da verliebe ich mich drin. Wahnsinn, ich bin echt geblendet. Also du hast es angesprochen, Karussell trifft es ganz gut, ja, wie das hier alles sich dreht und bewegt umeinander rum mit einer Präzision, diese riesengroßen Teile. Das ist ja der Oberknaller, wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Sehr cool. Du meintest, ihr habt unterschiedliche Fügetechnologien, allein schon zwei unterschiedliche Arten zu schweißen, je nachdem, wo man sich befindet an dem Rohbau. Genau. Wie viele Fügetechnologien gibt es denn da insgesamt, die in so einem Rohbau drinstecken? Oh, die habe ich noch gar nicht gezählt, aber das sind einige. Also wir haben das Thema Kleben, wir haben das Thema Mixschweißen, wir haben das Thema Laserschweißen, wir haben Nieten, die wir setzen. Also das sind so die Hauptfügetechnologien, die wir hier im Rohbau eigentlich einsetzen. Wahnsinn. Nur so als Beispiel. Beim Mixschweißen, da reden wir von 110 Metern Mixschweißnahtlänge an einer Karosse. An einer Karosse. 110 Meter in einer Karosse? Ja. Ich würde jetzt gerne mal das Kleben zeigen. Das ist nämlich die nächste Verspannungstechnologie, die wir haben. Und da müssen wir in die Richtung weiter. Komm mit. So, Felix, da sind wir in der Klebezelle hier. Kleben ist eine der Hauptfügeltechnologien, die wir hier im Rohbau haben, in so einem modernen Rohbau. Was schätzt du denn, wie viel Meter Klebenaht an so einer Karosse drin sind? Wir hatten gerade die 110 Meter Schweißnaht, dann würde ich sagen, Klebenaht vielleicht so 50? 130 Meter Klebenaht an einer Karosse. Wir arbeiten hier mit zwei verschiedenen Arten von Klebern. Wir haben einmal einen Festigkeitskleber, der dafür sorgt, dass die Karosse auch steif ist und auch sicher ist. Und wir haben einen Dichtigkeitskleber, der hat eine gewisse Expansionsfähigkeit, der dafür sorgt, dass die Karosse auch dicht ist, dass nirgendwo Wasser reinkommt, wo kein Wasser rein soll. Diese Klebstoffe, die härten aber erst unter der Temperatur aus. Das heißt, ihre finale Festigkeit, ihre finale Funktion erreichen die erst, wenn es richtig heiß wird. Und das wird hier in der Halle nicht, sondern richtig heiß wird es erst in der Lackierung, wo die Fahrzeuge lackiert werden. Und dort härtet der Kleber dann final aus. Ah, okay. Ziemlich beeindruckend auch zu sehen hier. Das sind ja unterschiedlichste Teile, die hier durchkommen. Also mal Teil X, mal Teil Y und der Roboter weiß aber immer genau, was jetzt reinkommt und was er kleben muss. Genau. Wir hatten ja vorhin diese ganzen fahrerlosen Transportsysteme gesehen, die durch die Halle fahren. Und der Roboter liest sozusagen aus, welche auf diesen Chips, die da dran sind, was für ein Bauteil ist das denn gerade, was dort auf meinem Klebetisch liegt. Und fährt dann entsprechend, ruft das Programm dann ab, was dazu gehört, und fährt dann sein Klebeprogramm ab. Wahnsinn. Und mit einer ziemlichen hohen Geschwindigkeit und hohen Präzision, wie man sehen kann. Ja. Das ist schon echt ziemlich beeindruckend zu sehen. Präzision ist wichtig im Rohbau, eine der Kernkompetenzen, die wir hier haben. Sehr, sehr cool. Was würdest du sagen, was macht den größeren Anteil aus mittlerweile? Schweißen, Nieten, Kleben, gibt es eine dominante Fügemethode? Also hier gibt es eigentlich zwei dominante Fügemethoden, die auf gleicher Ebene sind. Das ist das Thema Kleben und Schweißen und Mixschweißen. Ist hier im Rohbau vom SL das Dominierende. Sehr cool, sehr, sehr cool. Pass mal auf, ich zeige dir jetzt mal eine fast fertige Karosse. Wir gehen uns unsere Hauptlinie rüber und dann gucken wir uns mal die nächsten Fertigungstechnologien an. Sehr gerne. Komm mit. Ja, Felix, wir hatten uns ja eben gerade die Fertigung von der Seitenwand angeguckt und die muss ja auch irgendwie an die Karosse ran. Das passiert nämlich hier. Hier sind wir in der Hauptlinie von meinem Rohbau. Und das siehst du hier. Hier wird die Karosse an die Seitenwand an die Karosse rangefahren. Das sind diese großen Greifer, die man dort in der Luft schön sehen kann, wo die Seitenwand per Hand eingelegt wird mit so einem Handlingsgerät, so Manipulator nennen wir das. Das machen meine Mitarbeiter. Und dann wird das Ding in die Karosse rangefahren und dann findet der Fügeprozess statt. Und diese Greifer, das kann man so ein bisschen erahnen, sind hochkomplex und hochstabil. Das ist eine der wichtigsten geometrischen Fügeverbindungen hier und Positionen, die wir im Rohbau haben. Weil hier wird sozusagen ein Großteil der Qualität
und der maßlichen Qualität des Rohbaus erstellen, indem die Seitenbank an die Karosse herangefügt wird. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen haben wir auch entsprechend großdimensionierte Greifer, die auch dann die Stabilität und die Wiederholgenauigkeit auch gewährleisten können. Wir reden halt nicht über Millimeter, sondern wir reden über Zehntelmillimeter Genauigkeit, die wir hier an den Tag legen müssen. Das ist eigentlich irre, wenn man sieht, wie groß und unfassbar sperrig diese Teile sind. Wir reden über Zehntelmillimeter tatsächlich nur, was wir an Toleranz haben. Genau, ganz, ganz wichtig, weil dann passt das am Ende auch. Das ist das für den Kunden für ein schönes Erlebnis, ein toll fürs Auge. Die Fugen, Spalte und Übergänge zueinander stehen. Das ist ja auch, das ist uns immer ganz, ganz wichtig, dass das sauber aussieht. Wahnsinn, und auch hier wieder schön zu sehen, wie vorhin beim Schweißen auch, ist es eine schöne Symbiose aus. Die Maschinen machen was, die Roboter fügen es zusammen, aber die manuelle Komponente ist immer noch mit drin. Es ist immer noch ein bisschen Handarbeit involviert. Das zeigt auch, wie besonders das Auto ist, das hier gebaut wird. Genau. Handarbeit ist für uns ganz, ganz wichtig, weil da können wir natürlich auch individuell auf die Qualität nochmal Einfluss nehmen, weil der Roboter kann vieles, die Maschinen, aber es gibt manche Dinge, die kann einfach ein Mensch immer noch besser als der Roboter. Und dafür haben wir halt hier hochqualifizierte Mitarbeiter vor Ort, die genau diese Umfänge halt durchführen. Und das würde ich dir auch gerne als nächstes zeigen, nämlich das Thema Mixschweißen. Wir hatten das vorhin schon mal bei der Seitenbank kurz gesehen, das kann man leider mal schön in der Karosse sehen. Das ist nochmal total spannend. Cool, dann schauen wir uns das an. Okay, komm mit, dann gehen wir wieder da lang. Ja, Felix, jetzt sind wir hier an der Hauptlinie an so einer Handstation, wo meine Mitarbeiter halt per Hand die MIG-Nähte setzen. Vielleicht auch ganz spannend, was du hier siehst. Wir drehen die Karosse immer hin. Warum drehen wir die Karosse immer so hin? Der Aluminiumschweiß ist so ein bisschen wie früher das Bleigießen. Wenn man nicht genau hinguckt, ist das Material schon zerflossen. Und deswegen machen wir das so, dass wir die Karosse mal in Wandlage bringen, sodass halt das Schweißgut nicht weglaufen kann. Das ist der Gedanke dabei. Also hier sehen wir jetzt Z1, Z2 ist zusammengefügt. Man erkennt schon ein richtig gutes Auto und man sieht vor allem auch, wie wahnsinnig viele Fügepunkte es an der Stelle schon gibt. Genau. War spannend. Wir können mal näher rangehen, weil du hier siehst, das ist so eine MIG-Naht, wie man hier schön sehen kann. Hier kann man Klebstoffaustritt sehen in der Karosse. Das ist auch gewollt, dass da Kleber austritt. Und hier kann man diesen Drehprozess nochmal schön sehen. Jetzt hätte ich eine kleine Challenge für dich. Okay. Was hältst du davon, wenn wir beiden mal MIG-Schweißen machen? Sowas? Sowas, genau sowas. Okay. Hab da mal was vorbereitet. Ja, klar. Ja, dann probieren wir das mal aus. Dann gehen wir mal ein Stückchen weiter und probieren das mal aus. Was soll schon schief gehen? Ja. Da wären wir. Das ist so eine kleine Übungskarosse, die wir vorbereitet haben zum virtuellen Schweißen. Wir bilden ja hier unsere Aluschweißer selber aus. Unseren Nachwuchs machen wir selbst. Und das heißt, um das zu üben, haben wir so ein virtuelles Schweißgerät hier beschafft. Und da würde ich dich bitten, jetzt mal mit diesem virtuellen Schweißgerät mal eine Naht zu setzen. Sobald du die Brille auf hast, das ist so die VA-Brille, wird das sozusagen für dich zum Blech. Das kann man auf dem Bildschirm auch schon von außen beobachten. Und du kannst dann mit diesem echten Schweißequip, aber vom Gewicht her und vom Handling ist es genau das Gleiche, kannst du eine Naht setzen. Das ist ja der Wahnsinn. So. Setze ich das noch auf hier? Ich würde mal sagen, schön ist anders. Ja. Ich weiß nicht, ob es halten würde, aber es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, das mal so zu sehen und zu machen. Ja, das ist schon Respekt einflößend. Das ist nichts, was man über Nacht lernt. Ich würde sagen, Respekt, das war schon ganz gut fürs erste Mal, aber ganz ehrlich, Felix, einstellen würde ich dich nicht. Ah, ich bin auch ganz happy mit meinem Job. So Felix, da sind wir am letzten Prozessschritt hier bei mir in der Halle, an der Karossenverladung. Das heißt, hier verabschiede ich mich von den Karossen und dann gehen die rüber zur Lackierung ins Hauptwerk. Und in so einem LKW, da passen dann bis zu 4 Karossen rein, die wir dann parallel versenden, komplett automatisiert. Und genauso automatisiert werden sie dann auch in der Lackierung wieder entnommen und dann dem weiteren Prozess zugeführt. Nicht schlecht. Also auch wieder dieser letzte Prozessschritt, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Diese Symbiose, die ihr habt aus automatisierten Abläufen, aus Handarbeit, es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich danke dir vielmals für diesen Blick hinter die Kulissen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Schön, dass du da warst und ich würde mich freuen, wenn du nochmal wiederkommst. Auf jeden Fall. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Alright, so now that we've seen how the body is made, it's time to take a look at the next few steps of the production process of the new Mercedes-AMG SL. And for that, we're gonna meet the next expert. So come on, follow me. Hi Yvonne, grüß dich. Hallo Felix. Wie geht's? Gut, danke schön. Sehr schön. Schon einiges gesehen jetzt? Ich habe schon einiges gesehen und ich sehe auch schon, hier geht es direkt weiter. Ich sehe nämlich wieder Rohkarossen, jetzt allerdings lackiert. Genau. Das heißt, hier geht es weiter im Produktionsprozess. Was ist denn deine Aufgabe jetzt in dem Ganzen? Ja, ich bin die Teamleiterin der Montage. Das heißt, unser Bereich beginnt hier vorne im Inneneinbau, endet hinten mit dem fertig montierten Fahrzeug. Das würde ich dir jetzt einfach einmal zeigen im Durchlauf. Danach kommt der prüfende Bereich, das zeigt dir dann der Liter. Cool. Also genau. Wie gesagt, hier geht's los mit den Rohkarossen, die gerade aus der Lackierung kommen. Genau. Ne? In Perle heißt in der richtigen Reihenfolge, richtige Farbe. Die Mitarbeiter bekommen ihre Teile über so Warenkörbe zugeführt. Das passiert automatisch. Hier siehst du jetzt ein größeres Teil, das ist der Kabelsatz. 2,6 Kilometer Kabel sind das. 2,6 Kilometer Kabel? Genau, die werden über so eine Rutsche, das ist auch vom Gewicht her, 30 Kilo Gewicht, über so eine Rutsche reingefahren und dann wie eine Spinne einmal entwirrt. Aha. Das ist jetzt das vormontierte Cockpit wird eingefahren. Ah. Hier zwei, drei Stationen, da wird vormontiert und dann fährt der Mitarbeiter das ein. Ist auf jeden Fall schon mal gut zu sehen, wie groß das Teil ist, das hier schon vormontiert ankommt und dann über diesen Greifarm da genau drauf schon platziert. Die Handhabungsgeräte sind dann entsprechend groß dimensioniert. Man sieht es auch, hier ist voller Betrieb einfach. Ja? Hier wird einfach weitergearbeitet, während wir hier durchlaufen. Verdeckeinbau. Das größere Bauteil wird auch einzeln angeliefert, ne? Das kriegst du nicht auf so einen Warenkorb drauf. Auch das mit einem Handhabungsgerät aus Gewichtsgründen. Und hier wird die Windschutzscheibe eingeklebt. Ja, der nächste Punkt, absolute Präzisionsarbeit. Ich hatte es vorhin schon beim Schweißen, haben wir schon über Zehntelmillimeter gesprochen. Ja. Hier geht es genau so weiter. Die prüfen wir auch hier, die Zehntelmillimeter. Das hat einen entscheidenden Einfluss aufs Endergebnis. Das merken wir immer wieder, Rohbau muss absolut maßhaltig sein. Ja, man sieht immer mehr Teile, die man wiedererkennt. Mittelkonsole, Mittelarmlehne. Genau. Stück für Stück setzt sich das ganze Cockpit dann zusammen. Und hier sieht man dann schon, ist schon... Ja, nicht mehr viel so vom Rohbau innen zu sehen. Da ist schon einiges verkleidet. Ja. Okay, die letzten Unterbodenarbeiten sind jetzt gemacht. Noch Hitzeschutzfläche drunter gebaut, Bremsleitung drunter gebaut. Und dann geht es im Prinzip in die Hochzeit oder Mechanisierung. Das heißt, von oben kommt die Karosse. Von unten kommen gleich so Mechanisierungsrahmen, vorgefertigt Motoren an Getriebe. Achsen werden aufgelegt und die fahren dann in einem Motorenkreislauf separat hier drunter. In der Hochzeit an sich kommt das Fahrzeug runter und der Achsrahmen hoch oder Mechrahmen genannt. Also Motor, Getriebe und beide Achsen an allem. Wahnsinn, und wir sind live dabei. Der wahrscheinlich spannendste Moment in der Produktion überhaupt. Das Fahrzeug hat einen Motor. Jetzt fehlen noch die Räder, damit man losfahren kann. Und ich habe gedacht, das kannst du mal probieren. Das mache ich jetzt? Genau. Mit dem Teil hier? Handschuhe habe ich dir mitgebracht, genau. Die musst du leider anziehen. Okay. Hiermit fährst du ein. Langsam vorfahren, hier diese beiden Knöpfe drücken. Und am Ende den Auslöseknopf, wenn du weit genug drin bist. Das siehst du aber, wenn du auf Anschlag bist. Ich gucke ein bisschen hin. Genau, sehr gut. Ja. Genau, jetzt da dran. Nicht schlecht. Es geht wesentlich schneller als das Reifenwechseln zu Hause. Sehr gut, hast auch gut gemacht. Sehr lang. Gerät kann ich dir leider nicht geben, aber hervorragend, danke. Das waren so die spannendsten Punkte aus der Montage. Jetzt erwartet Dieter dich in der Regenprobe. Okay, einmal cool. Den Gang runter, rechte Seite und da wartet er auf dich. Wunderbar, Yvonne, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Gerne. Und, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Viel Spaß. Danke, ciao. Bis dann, tschüss. Hallo. Hallo Felix, grüß Dieter, dich. Grüß dich. Hallo. Wie geht's? Gut, danke. Toll, dass du da bist. Danke, dass wir hier sein dürfen. Jetzt geht's an die nächste Überraschung.
die nächste Überraschung dir. Mit mir. Was ist denn deine Aufgabe hier? Ich glaube, wir sind jetzt hier bei der Regenprobe, ne? Hat mir Yvonne schon gesagt, aber das ist nicht alles, was du hier machst. Ne? Du warst vorhin bei Gordon, bei Yvonne, ich bin der Chef und darf dir die tolle Regenprobe zeigen. Hier. Sehr schön, also gerade Finale mit dir. Ja, gerne. Sehr cool. Ja. Du darfst ein bisschen Hand anlegen. Okay. Wir haben hier ganz normale, das kennst du von zu Hause, wenn du das Badezimmer putzt, ganz normale Putzlappen. Auf denen sieht man nachher das Wasser wunderbar. Ah. Bei den schwarzen Trimmteilen sieht man es halt nicht. Erstens, wir fangen das Wasser auf, was reinkommen sollte, falls es reinkommt. Und man kann ganz genau sehen, wo es reingekommen ist. Sehr hilft gut. Super nachher in der Analyse. Aha. Okay, habe ich hier jetzt reingestopft, auf der anderen Seite. Ich zeige dir jetzt, wie man es hier reinstopft. Einfach unter die Dichtung. Hier rein? Genau so, perfekt. Einfach runterstopfen, ganz nach vorne durchziehen. Perfekt. So. Es geht immer um die Stöße bei den Dichtungen. Aha. Die Stöße, da wo die Dichtungen aufeinander stoßen, da ist die Gefahr, dass Wasser reinläuft. Aha. Und deswegen machen wir es genau an der Stelle. So, machen wir es darin zu. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich stelle es mir vor wie eine große Waschanlage. Okay, Wahnsinn. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen, obwohl ich ja weiß, dass eigentlich nichts passieren kann oder nichts passieren sollte. Das ist die Regenprobe, mit der schon der SLK und der SL gebaut wurde. Alle Generationen sind hier drüber gelaufen. Immer dichte Fahrzeuge ausgeliefert. Und das liegt daran, dass wir hier entsprechend jedes Fahrzeug durchfahren. Die Fahrzeuge auch vorher über der Einfahrbahn gebracht haben. Das heißt, das ganze Fahrzeug hat sich gesetzt. Mhm. Und wir haben dann praktisch das Fahrzeug wirklich dann in dem Zustand, wo es später auch beim Kunden landet. Und wir sichern ab hier, dass es sauber und sicher und trocken dann auch entsprechend bleibt für den Kunden, fürs Fahrzeug, sodass wir keine Ausfälle haben. So, und jetzt siehst du das Wasser, was aufs Fahrzeug einprasselt. Das sind 20 Liter Quadratmeter, also eine sehr, sehr hohe Menge, um wirklich alle Situationen draußen auch, also Starkregen, Waschanlage, um alle Situationen sauber abbilden zu können und für Dichtigkeit zu sorgen. Also ich sitze noch im Trockenen. Ja, genau. Das passt auch. Genau so wird es auch sein. Siehst du von der Seite die entsprechenden Düsen, die dafür sorgen, dass das Fahrzeug geregnet wird, von oben kommt Wasser runter. Und das in Summe macht es dann auch relativ dicht beieinander. Der Druck ist sauber definiert, sodass wir sicher sind, dass wir wirklich alle Alltagssituationen dann noch abdecken können und dem Kunden sicheres Auto übergeben. Wahnsinn, ja, es wird heftiger und heftiger. Ich wollte nur zeigen, dass die Waschanlage funktioniert. Das war ich auf der Rede. Ich glaube, du bist mir nicht zu böse. Das ist okay. Nee, ich bin für den Spaß. Es ist echtes Wasser, es ist kein Fake. Das ist wirklich entsprechendes. Ich merke es, ja. Ich dachte, was passiert jetzt? Aber man merkt den Unterschied auch deutlich. Ne? Also wenn das Fenster unten wäre, dann wäre ich hier definitiv in mehr als nur der Pfütze sitzen. Gut. Und hier Knochen trocken sonst, ne? Absolut. Alles dicht, alles gut, alles so, wie es sein soll. Erst die Beregnung, um das Fahrzeug auf Dichtigkeit zu prüfen und dann hier die Waschanlage, um den Lack in Ordnung zu bringen. Und dann gucken wir nach Kratzern, Dellenbeulen. Ob das Fahrzeug wirklich in Ordnung ist. Ja, perfekt, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja? Haben genau. Haben eine Probe gemacht und gleich ein sauberes Auto danach. Dann Lackkontrolle, dann der End-of-Line-Bereich, wo nochmal das Fahrzeug komplett überprüft wird auf Passung und Funktion. Und dann würden wir gleich auf die Einfahrbahn gehen, dass du auch das Auto mal bewegen darfst jetzt. Tatsache. Einverstanden? Da bin ich sehr einverstanden damit. Wir brauchen dann leider noch einen Föhn, um dich zu trocknen, aber... Oder ein bisschen das Fahrtwind. Dann fahren wir offen, dann dürfte es trocken sein. Absolut. Wunderbar. Das gute Stück erwacht direkt zum Leben. Und du auch. Aber hallo. Völlig untypisches Wetter hier. Trockene Straße, kein Regen. Von daher nutzt das aus. Das ist selten hier so. Boah, das ist ja nicht mal eine Steilkurve. Nicht schlecht. Also das ist eine Einfahrbahn, die die Bezeichnung verdient. Absolut. Da kommt wirklich alles zusammen und ergibt einen Sinn.
die ganzen vielen Stunden, die hier reingeflossen sind in das Fahrzeug. Da steht jemand. Da müssen wir ganz kurz bitte mal einmal einen kleinen Stopp einlegen. Ah, okay. Felix, dann möchte ich dir jemanden vorstellen. Na gut, ich bin gespannt. Mal hier rechts ran. Perfekt, genau da. Grüß dich, hallo. Hi. Ja, was macht Felix, bitteschön. Hallo, hallo, Felix. Der Standortleiter, Michael Fries. Grüß dich, Michael. Ja. Schönen Tag gehabt bisher? Das kann man wohl sagen. Also ehrlich? Die Eindrücke muss man erstmal setzen lassen. Wirklich das, die Entstehungsgeschichte vom SL, vom Rohbau, vom nackten Blech bis hier zu diesem fertigen Kunstwerk auf vier Rädern, ja, habe ich heute erleben dürfen. Dank dir, Dieter, dank deiner Mitarbeiter. Also wirklich der Wahnsinn. Ja, freut mich. Echt beeindruckend hier. Klasse. Aber das Beste ist ja, das ist nicht der einzige AMG, den wir bauen. Okay. Also wenn du jetzt Blut geleckt hast, ich meine, du bist herzlich gerne eingeladen, öfters zu kommen oder nochmal vorbeizukommen. Ich zeige dir gerne den Rest. Also die Einladung, die nehme ich auf jeden Fall sehr gerne an. Ja, klasse. Cool. Freue ich mich. Cool. Super. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank, dass wir so schöne Blicke hinter die Kulissen sammeln konnten. Hat total viel Spaß gemacht. Das Danke, dass klasse. Du da warst. So there you have it, folks. Another action-packed episode of Inside AMG. I can't believe everything I got to see today. So many new things I got to learn about the production of one of the most special AMG cars that has ever been produced. So if you like what you've seen today, don't forget to like this video, subscribe to the channel, hit the bell icon for notifications, drop us comments for what you would like us to shoot next. Until the next one, bye bye.